Hi, ihr zwei. Euch sieht man beim FCA fast nur im Doppelpack. Ihr seid dicke Kumpels, auch neben dem Platz. Woher kommt diese Freundschaft? Könnt ihr das kurz erklären? Sagst du denn oder sag ich denn, dass sie falsche Infos haben? Absolut falsch informiert. Oder hältst du? Ich halte. Du hältst? Ja. Ja, ich muss sagen, als ich neu hier hinkam, war das halt damals Mittel zum Zweck. Meine Wohnung war noch nicht fertig zu der Zeit und ich brauchte einfach einen Unterschlupf, eine Bleibe. Er hat sich angeboten, fand ich nett, habe ich angenommen. Seitdem ist es halt schwierig mit dem Loswerden wieder, aber mittlerweile habe ich das auch so eingespielt, dass ich das einfach so hinnehme und dann sind die Abläufe halt auch immer dieselben. Und das passt mittlerweile ganz, ganz gut. Also sowas wie eine Freundschaft ist halt auch schon irgendwo entstanden, kann man doch schon so sagen. Ist das richtig so, würdest du damit einverstanden sein, was er sagt? Ich glaube, er hat da was verwechselt und ich glaube, der hat mir sogar Geld geboten, dass ich ihn aufnehme. Und ich sag mal so, als Fußballer hat man immer mal ein bisschen Geld zu hocken und da habe ich es dankend angenommen. Und ist ja kein Problem, dass er bei mir gewohnt hat. Er war dann auch die Hausfrau bei mir im Haus. Und somit habe ich ein bisschen Geld gespart und die Wohnung war immer sauber, habe immer was zu essen bekommen von ihm und deswegen, glaube ich, können wir uns beide da nicht beklagen. Er hatte ein Bett, wo er drin schlafen konnte und ich hatte rundum sorglos Paket. Sehr gut, aber mal zwischendurch ernst, wie habt ihr euch wirklich kennengelernt? Wie ist die Freundschaft tatsächlich entstanden? Ihr kanntet euch ja schon vorher, bevor du auch nach Augsburg kamst. Ja, wir kennen uns ja schon seit der Schulzeit, gell? Seit der Schulzeit, wir waren zusammen auf derselben Schule und da in der Schulmannschaft schon zusammengespielt und dann haben wir in Bochum auch zusammengespielt. Allerdings war das in Bochum noch gar nicht so intensiv vom Kontakt, ne? Also, ja, man kannte sich und wir hatten ziemlich schon denselben Freundeskreis und aber jetzt nicht, dass wir jede Woche oder jeden Tag was zusammen gemacht haben. Wir kannten uns und haben auch ab und zu miteinander Zeit verbracht und halt, weil wir auch denselben Freundeskreis hatten, aber es war jetzt nicht so wie hier, weil... Richtig, richtig dick wurde das erst hier, die Freundschaft, ja. Ne? Dass man jetzt hier so täglich miteinander was macht und... Ihr habt schon kurzen Einblick gegeben, ihr liegt auch hier im Hotelzimmer oder hier im Hotel ein Zimmer zusammen. Wie muss man sich da das Zusammenleben vorstellen? Eingespielte Geschichte mittlerweile. Also. Ich glaube, mittlerweile fungieren wir da oder funktionieren wir da wie so ein altes Ehepaar. Ich glaube, ich weiß, wann ich ihn in Ruhe lassen sollte. Er weiß, glaube ich, auch, wann er mich in Ruhe lassen sollte. Und aber ich glaube, wir haben immer sehr viel Spaß miteinander und haben auch damit kein Problem. Wir waren jetzt auch im Urlaub ziemlich lange gemeinsam unterwegs und haben jetzt auch kein Problem, dass wir jetzt hier wieder eine Woche uns ein Zimmer teilen, weil ich glaube, wir finden immer irgendwas, worüber wir reden können oder worüber wir lachen können und wir haben, glaube ich, immer eine ziemlich coole Zeit dann zusammen. So eine richtige Männer-WG auch im richtigen Leben, wäre das was für euch? Ja, das glaubst du dann nicht, aber hat man sogar aus Spaß schon mal so leicht drüber gequatscht, gell? Aber ich glaube, das wäre dann auch so die Schwelle, wo man sagt, vielleicht die eigenen vier Wände wären schon noch gut, wenn man schon außerhalb so viel Zeit zusammen verbringt. Und es ist ja dann auch, es gibt ja dann letztendlich selbst für ihn und für mich auch irgendwo noch private Dinge, die... die man dann halt auch mal ohne den anderen gestaltet, sage ich mal. Und dementsprechend sind so die eigenen vier Wände, glaube ich, noch das, was uns beide da auseinanderhält. Das ist ganz gut und wichtig. Bei aller Freundschaft gibt es auch Tage, an denen ihr euch gegenseitig so richtig auf den Sack geht und nichts vom anderen wissen wollt? Kompletten Tag, glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten jetzt noch nie so... Natürlich haben wir uns auch schon gestritten und ich glaube, öfters kommt es natürlich auch mal vor im Training oder im Spiel auf dem Platz, dass dann mal Wörter fallen, die dann nicht so angenehm sind, aber ich glaube, wir beide wissen das dann richtig einzuschätzen und
Ja, aber natürlich passiert auch im normalen Leben mal Sachen, die, oder wo wir dann beide unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nie so richtig was Großes vorgefallen, wo wir uns dann, glaube ich, eine Woche oder so nicht gesehen haben, sondern ich glaube, wir können dann über alles auch reden und sind dann vernünftig genug. Ja, mittlerweile kann man das, glaube ich, ganz gut trennen, wie schon gesagt. Auf dem Platz fallen mal die ein oder anderen Wörter, das gehört aber auch dazu, mein Gott. Kann ja nicht immer einer Meinung sein, aber ich glaube, mittlerweile wissen wir auch, dass wir uns dann einfach mal ganz kurz darauf ansprechen können und dann lässt man den einfach einen Tag mal in Ruhe und dann ist auch wieder gut am nächsten Tag. Also. Auch wenn ich da zu sagen muss, dass er dann immer den ersten Schritt macht. Ja, es ist, einer muss ja entgegenkommen, ein bisschen den reiferen und cleveren spielen und die Rolle übernehme ich dann gerne. Sehr gut. Kevin, du hast es schon angesprochen. Du bist zum FCA gekommen, da war Matthias schon da. Hat er eine Rolle gespielt bei deinem Wechsel? Vielleicht sogar die ausschlaggebende? Ja, es gab keine anderen Gründe. Nichts Falsches. Es gab einfach keine anderen Gründe dafür. Also weder die erste Bundesliga noch die Riesenbühne, auf der man das spielen könnte. Das wäre ja alles Quatsch, wenn ich das da jetzt in den Vordergrund spielen würde, sondern er war der Grund. Ja. Ihr versteht euch also nicht nur auf dem Platz gut, sondern auch im Privatleben, wie man sieht. Ihr unternehmt auch außerhalb viel zusammen, denke ich. Wie darf man sich Freizeitaktivitäten im Hause Vogt und Ostschuleck vorstellen? Ja, wir sind schon ziemlich oft unterwegs. Also wir sitzen jetzt nicht, glaube ich, stur nur zu Hause rum und gammeln vor uns rum, sondern sind oft in der Stadt unterwegs oder unternehmen was oder sind in München und ab und zu kommt es auch vor, dass wir dann auch mal Playstation spielen, aber ich glaube, da ist er noch der größere Zocker als ich und erfolgreicher. Da diskutiere ich gar nicht. Ja, wer ist denn da der größere Zocker? Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, also ich muss schon zugeben, dass ich dass meine Playstation in letzter Zeit kaputt gegangen ist und ich dann der ist so schlecht, ey. In letzter Zeit auch nicht so in Übung war und er die letzten Spiele dann doch erfolgreich bestritten hat, aber jetzt kommt oder ist eine neue rausgekommen und dann wollen wir mal sehen, wer dann auf der PlayStation 4 dann überzeugt und ich bin zuversichtlich, dass ich dann eine Serie starten werde und dann erfolgreich sein werde. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, er hat alle Antworten schon vorweggenommen. Aber wir können auch, ich mache auch jetzt hier einen Deal, wir können auch euch gerne zu uns einladen und ihr seid da mit der Kamera dabei und wir machen auf der neuen PlayStation ein FIFA-Spiel gegeneinander und dann weiß ganz Augsburg, das ganz ist ein Deutschland. Deal. Von mir aus können wir das vom FCA TV gerne austragen. Das ist jetzt abgemacht. Hand drauf, sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ihr habt keine dabei wahrscheinlich im Hotel, dass man das... Hat er klug eingefädelt, hat er extra nicht mitgenommen. Nee, das war halt... da musste der FCA wieder Abstriche machen und wir durften nicht so viel Gepäck mitnehmen und musste halt die Playstation... Wir waren zu spät per Mediamarkt, das ist die Wahrheit. Leider keine mehr bekommen. Das ist das Erste, was wir jetzt angreifen mit der PlayStation 4. Ist es da nicht ein bisschen merkwürdig, wenn man sich eigentlich auch selber rumrennen sieht in diesem Spiel? Ja, ich grundsätzlich stelle ich ihn nie auf. Ja, ihr lacht. Ist immer auf der Bank. Ja, ist es so? Ja. Er spielt stattdessen. Er kann halt die Mannschaft nicht vorantreiben, spielerisch. Die Defizite, machen das Kämpfen dann auch nicht weg. Und ich spiele dann lieber mit anderen Spielertypen, die da mehr den Ball laufen lassen. Das ist so schlecht. Wie ist es andersrum? Wer spielt bei dir auf der linken Seite, wenn du mal mit dem FCA spielst? Ist eigentlich relativ egal. Halt. Ich bin da jetzt nicht so, weil ich bin einfach der Typ, der dann auch die Jungs versucht einzubringen, die halt fußballerisch ein bisschen limitiert sind. Und bei mir ist einfach das Team im Vordergrund und da gibt es halt dann Leute, die halt auch den Linksverteidiger mit durchziehen. Von daher achte ich da mehr aufs Team und nicht so auf die Einzelspiele. Aber ich muss sagen, er schafft es immer irgendwie noch in den 18er-Kader. Sehr gut.
Da kann ich dich nur beglückwünschen, Kevin. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Leidenschaft bei euch zwei. Pokern. Wer hat denn da das bessere Pokerface auf? Geil, dass du es ansprichst. Finde ich super. Ja, erzähl doch mal so den letzten Zwischenstand. Also ich muss sagen, ich habe die letzten Busfahrten an Matthias Ostrzolek in der Pokerrunde nicht mehr gesehen. Weil er, glaube ich, den Vereinsrekord im Minusstand beim Pokerspiel hatte. Unglaublich. Aber soll er doch mal selber berichten, was da so los war bei seinen Pokerkünsten. Woran liegt's? Schlechte Karten oder verzockt? Ja, die anderen verarschen mich immer und ja, ich lasse die anderen auch mal gerne gewinnen, damit die mal ein bisschen Selbstvertrauen schnuppern und oder tanken und ja, dann auf dem Fußballplatz sieht es dann wieder andersrum aus und deswegen habe ich kein Problem, ja, wenn die anderen mal beim Pokern gewinnen und ja, ich kann damit leben. Sehr gut. Zum Abschluss werden wir noch kurz sportlich, dann doch. Könnt ihr einen kurzen Einblick einfach in euer Profi-Dasein geben? Da sind ja die meisten Tagesabläufe immer gleich. Training, Reisen, Hotel, Spielen. Wie motiviert man sich da jeden Tag aufs Neue? Ja, also grundsätzlich mal für die Spiele, glaube ich, kann man für alle sprechen, dass da keiner irgendwie großartige Motivation braucht. Ich glaube, wenn man ins Stadion einläuft und so, das ist halt einfach das, was wir machen wollen, wofür wir das Ganze auch machen. Und da braucht man sich nicht zusätzlich motivieren. Natürlich gibt es unter der Woche, glaube ich, schon mal ein paar Tage, wo das ein oder andere Training mal schwerer fällt. Das gibt es ja immer, ich glaube, bei jedem. Ja, aber grundsätzlich braucht man da, also ich persönlich brauche nicht die riesen Selbstmotivation für das Ganze, weil man da einfach, wir machen das auch Spaß. Es macht ja auch einfach tierisch Spaß, auch mit der Truppe hier und ja, dementsprechend zu pushen braucht man sich da nicht großartig selber, würde ich sagen. Ist dem noch was hinzuzufügen? Ja, ich glaube, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich glaube, ich kann auch für alle anderen sprechen, dass jeder der Meinung ist, dass wir den schönsten Beruf ausüben der Welt oder den wir uns vorstellen können. Und ja, es macht einfach am Wochenende Spaß, wenn man vor 30, 40 oder 80.000 einläuft und dann ja, so viele Menschen einem zuschauen und zujubeln. Und ich glaube, da habe ich fast Woche für Woche Gänsehaut, wenn ich dann ins Stadion einlaufe. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, deswegen brauche ich mich da auch nicht groß motivieren. Und wenn man dann auch noch ja, gegen solche Weltklasse-Spieler wie Ribéry und Robben oder Götze, Lewandowski spielen darf dann, und sich gegen die messen darf, dann ist es schon Motivation genug, dass man zeigen kann, dass man genauso gut ist oder dass man da mithalten kann. Und ja, da brauche ich nicht deutlich mehr Motivation. Letzte Frage nach diesem unglaublichen Jahr 2013, auch dem sportlichen Erfolgreichen beim FCA. Musstet ihr euch da in der Winterpause selbst mal kneifen, damit ihr das realisieren könnt, was ihr da geleistet habt? Ja, für mich war es klar, dass wir ja, so eine Rückrunde und so eine Hinrunde spielen. Deswegen muss ich da nicht lange drüber überlegen oder mich kneifen, sondern ja, ich war immer überzeugt von der Mannschaft und deswegen, ich bin noch mit der Platzierung nicht ganz zufrieden. Ja, Europapokal soll schon nächste Saison werden und wir wollen auch mal donnerstags die weiten Reisen auf uns nehmen und nein, Spaß, natürlich war es erstmal eine überragende Rückrunde und dass wir das dann noch am letzten Spieltag so geschafft haben und ich glaube, der Tag wird immer in Erinnerung bleiben, nicht nur in der Augsburger Geschichte, sondern auch bei mir und es war einfach ja, wie im Bilderbuch der Tag das ist, oder der Spielverlauf auch und danach die Feierlichkeiten. Also es war einfach überragend und geil und man hat jetzt auch schon gesehen, dass wir auch die Stimmung, die oder die Euphorie, die dann in der Rückrunde entfacht ist, dass wir die dann auch ja, in die Hinrunde in der Saison dann transportieren konnten. Und auch wenn wir die ersten beiden Spiele nicht gut gestartet sind, dass wir trotzdem dann ja, unseren Weg gegangen sind und auch jetzt eine überragende Hinrunde gespielt haben. Und ich glaube, mit ein bisschen Glück oder ja, mit ein bisschen Glück mehr hätten wir sogar vielleicht noch mehr Punkte
gemacht und ich glaube, darauf können wir aufbauen, aber wir dürfen jetzt auch nicht nachlassen und für uns ist klar, dass wir immer als Mannschaft 100% geben müssen, damit wir überhaupt bestehen können und da wollen wir weitermachen und dann sehen wir, was noch in der Rückrunde ja, möglich ist. Ich brauche nicht atmen. Ich habe jetzt gerade eine Minute überlegt, diplomatisch hätte ich es nicht ausdrücken können. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Es war auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Ich finde auch, das war ein tolles Schlusswort und ich verspreche euch, wir kommen auf die Einladung mit der PlayStation zurück. Ich denke, da werden sich auch die Fans sehr darauf freuen. Lieben gern. Gerne.